Hallo und herzlich willkommen zurück zu Witcher 3, wo wir beim letzten Mal noch einiges mehr über Detlef herausgefunden haben und uns jetzt wieder in Beauclair befinden, der Stadt. Wir haben ja noch mit ein paar Leuten zu reden. Und dann der Blick. Mir läuft's kalt den Rücken runter, wenn ich den angucke. Ja, ja. Gelobt seien die Reben, in deren Überfluss wir. Zum Beispiel sollten wir mal mit dem herzoglichen Kämmerer reden. Jemand, der nicht das tut, was er will. Sei gegrüßt, tapferer Held. Ich bin Raphael de Surmont, der herzogliche Kämmerer. Ich bin Geralt. Was machst du hier genau? Ich bezahle die fahrenden Ritter. Wofür denn? Sie ziehen über die Straßen und beschützen Toussaint vor Banditen und Monstern. Es ist nur recht und billig, dies angemessen zu kompensieren. Merke auch du es dir, Herr. Wenn du erfolgreich eine Hanse zerschlägst, einen Mitritter aus einer Gefahr errettest oder einen Kaufmann aus der Gewalt von Halsabschneidern befreist, dann komm zu mir und du sollst belohnt werden. Wo wir gerade von Geld reden, ganz Beauclair redet von deiner Tapferkeit und Entschlossenheit. Damit hast du Anspruch auf Kompensation. Hier unterzeichne bitte. Okay, klingt eigentlich ganz nett hier so, was ihr so macht. Das macht mich neugierig. Woher kommt denn das Geld für die Ritter? Aus der herzoglichen Schatzkammer natürlich. Unsere allergnädigste Herzogin Anna Henrietta schätzt Tapferkeit und aufopfernden Patriotismus über alle Maßen. Ihr Dauerbefehl lautet, jedem Ritter ein Gehalt zu zahlen. Entschuldigung. Einen finanziellen Ausgleich für die Verteidigung der inneren Sicherheit und Ordnung des Herzogtums. Genau, genau. Zeig mir doch mal deine Sachen. Ich würde mir gerne mal deine Bücher ansehen. Die, die du verkaufst, meine ich. Verkaufst du Bücher? Irgendwas Interessantes dabei? Ich meine, ich muss jetzt nicht unbedingt unsere Privatbibliothek weiter aufmotzen. Vielleicht können wir Herzogliche Chroniken, Erstausgabe und Herzogliche Chroniken, zweite, erweiterte Ausgabe mal kaufen, so zum Spaß. So. Wir lassen mit einer Partie gewinnt. Du spielst wohl nicht zufällig Gwint, was? So, bleiben wir mal nochmal bei den Skolter für ein Ründchen. Oh nein, er holt unseren. Naja, so. Was haben wir denn hier hübsches? Aha. Nee. Okay. So. Ich würde sagen, spielen wir erstmal die, bevor wir irgendwelche Spione spielen. Und möglicherweise dann Karten ziehen, die wir gar nicht brauchen. Ach. Du mieser Hund. Na gut. Na gut, wir liegen vorne. Na ja, passe ich jetzt. Punkte. Und da hätte ich Mühe und Not drüber zu kommen mit einer Karte. Von daher versuche ich es gar nicht erst und wir beleben stattdessen seinen Spion mal wieder. Macht er einfach weiter. Krasser Typ. Krasser Typ, dieser Junge. Moment, planen wir das mal aus. Wenn ich sie und ihn spiele, dann haben wir 10, 17, 18 Punkte. Also reicht das nicht für das, was gerade schon auf dem Feld liegt. Dann werden wir wohl oder übel Synthesis spielen. Ja, macht aber weiter. Na gut. Das ist ein gutes Recht. Wir machen auch weiter. Passt. Jetzt könnte ich überlegen, ob ich sie oder ihn spielen will. Normalerweise würde ich die Goldkarte, glaube ich, zuerst spielen, aber weil wir keine weiteren Fernkämpfe auf der Hand haben und sie in Zweifelsfall auch wiederbeleben könnten, einfach für nächste Runde, spiele ich, glaube ich, Milva. Ja,
Also kann er nachdem er gepasst hat, Müllwand nicht verbrennen gehen. Und ist das auch ein leichter Vorteil. So, das. Wolltest du mal Belagungswaffen spielen, Mann? Ja, okay, gut. Guter Mann, ich spiele jetzt mal Spaß, aber das. Stört zurzeit keinen, aber. Können Sie mal spielen? Oh ne, das ist mir jetzt aber ein bisschen zu viel. Damit. Okay. Ich möchte nicht wissen, was seine andere Karte ist, die er noch hat, wenn er schon das benutzt. Es ist wohl. Vielleicht ist es noch ein drittes Wiederbeleben. Wer weiß. Naja, Schadewald. So. Ein Ritter ist jemand, der nicht das tut, was er will, sondern das, was er muss. Ja, ja. König Bran. Ja. Sehr schön. Gut. Wir wollten letztens schon mal versuchen, den Papierkrieg anzufangen, aber die Bank hatte noch geschlossen. Um 6 Uhr morgens. Auf jeden Fall müssen wir da Abzüge bei der Servicebewertung von der Bank machen. Die kann man nicht aufhalten. Kann ja nicht sein, dass sie 6 Uhr morgens geschlossen hat. So, deswegen würde ich sagen, gehen wir mal hier rein. Was wir wollen ist, wir hatten letztens gehört von jemandem, der uns mal bezahlen wollte, aber wir da nicht mehr hier waren und uns deswegen Geld auf dem Konto in unserem Namen eingezahlt hat. Von daher versuchen wir jetzt mal das Geld wieder zu kriegen. Wird ja wohl nicht so schwer sein. Willkommen in der Kianfanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres. Und der Kunde ist König. Wie kann ich helfen? Ich habe hier ein Konto. Ich möchte gerne was abheben. Aber sicher, dein Name? Geralt von Riva. Einen Moment bitte, ich sehe in den Akten nach. Ich fürchte, ich kann nicht weiterhelfen. Besondere Umstände. In den Akten ist ein Vermerk. Der Kontoinhaber ist verstorben. Das stimmt nicht, wie du siehst. Das muss ein Fehler sein. Der Vermerk ist eindeutig falsch. Um das Konto zu reaktivieren, brauchst du Passierschein A38. Begib dich bitte zu Schalter 1, um weitere Informationen zu erhalten. Na gut, das sollte nicht so kompliziert sein. Also gut. Wo ist Schalter 1? Ja, wie kann ich dir helfen? Willkommen in der Kianfanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres und so weiter und so fort. Wie kann ich helfen, der Herr? Ich möchte mein Konto reaktivieren und brauche ein Exemplar von Passierschein A38. Falscher Schalter, tut mir leid. An wen soll ich mich denn wenden? Ich muss überlegen. Oben vielleicht, bei den Akten oder unten im Archiv? Fragt danach, mein Herr. Also schön. Ja, großartig. Hier geht's. Es gibt keinen sicheren Ort als eine Bank. Fragen wir mal unten nach. Ja, hast du was auf dem Herzen? Alles in Ordnung. Was ist denn? Wir haben hier sehr viel zu tun. Ich brauche Passierschein A38. Kannst du mir vielleicht ein Exemplar ausstellen? Ach, verflixt. Die sind geradeaus. Was? Im Ernst? Natürlich nicht. Ich habe so etwas gar nicht. Du befindest dich hier im Archiv. Und wenn ich eine kleine Spende tätige? An einen bestimmten Bankmitarbeiter? Bestechung, mein Herr? Wie geschmacklos. Ich kann euch wirklich nicht helfen.
Das hier ist das Archiv. Danke, das wäre alles. Ja, ja, das sagen sie alle. Wenn ihr wieder oben seid, richtet ihnen aus, dass sie gefälligst nicht jeden verirrten Trottel mit einem Problem zu mir schicken. Ich habe auch noch andere Dinge zu tun. Verdammte Bürokratie. Unsere Bank ist der Stolz von Beclair. So, dann gehen wir mal nach oben. Geld. Man muss immer stimmen. Da stehen Sie an, meine Herren. Du hast dich vorgedrängt. Dann geh doch. Mann. Du willst nicht gehen? Na, dann geh ich. Wenn du nicht gehen willst. Machst du dir Sorgen um dein Geld oder den Krieg im Norden? Oder willst du ohne Risiko Gewinn erzielen? Dann wäre das Sparkonto fröhliche Prozente, garantierte Verzinsung auf Einlagen in der Höhe von mindestens 3000 Kronen. Nähere Informationen im Anhang 37 in jeder Zweigstelle erhältlich. Ja, Also geht jetzt auch rein oder nicht? Entschuldigung, ich muss mal durch. Jeder, was soll das? Hinten anstellen! Also ich stell mich doch hinten an, dann geh doch, Mann. Nichts als warten, drängen, warten, schubsen, warten. Stoßen. Und trotzdem geht's vor. Wenn ihr nicht geht, dann gehe ich halt. Meine Güte, Kinder. Willkommen in der Chianfanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres und der Kunde ist König. Wie kann ich helfen, der Herr? Kriege ich hier den Passierschein A38? Selbstverständlich. Gebt mir nur Formular 202, bitte. Formular 202? Was soll das werden? Ein Scherz? Mein Herr, ich halte hier nur die vorgegebenen Verfahrensweisen ein. Der Passierschein A38 kann nur bei Vorlage von Formular 202 ausgestellt werden, wie in Verordnung N60 ausdrücklich erwähnt. Begebt euch bitte zu Schalter 1. Von da komme ich gerade. Egal. Bis gleich mit Formular 202. Wirklich, Mann! Vorgedrängelt wird nicht! Wie drei. Du hast dich vorgedrängelt. Du bist nicht reingegangen, Mann. Ach was, ich stand die ganze Zeit hier. Ach ja, weißt du, du bist schon der Dritte heute, der diesen Trick abzieht. Das lasse ich mir nicht bieten. Warte nur, dir bringe ich Manieren bei. Na los, schlag mich. Meine Herren, bitte, wenn ihr euch schlagen wollt, tut es draußen. Ich will mich gar nicht schlagen. Raus, sofort. Ach, genau. Duft folgen, das könnte die richtige Spur sein. Was von da, da hingegangen? Ihr kennt sie doch, sie gibt Unsummen aus. Es gibt keinen sicheren. Sie sagt, Puffärmel wären schwer im Kommen. Entschuldigung, ich suche Schalter 1. Puffärmel? Nicht dein Ernst? Ich konnte es auch gar nicht glauben. Hallo? Könnt ihr nicht lesen? Wir sind in der Pause. Celine, Liebling, kannst du mir das eben abzeichnen?
Ah, da bist du ja. Hör mal, ich... Wir sind in der Pause. Wie man sich auch um Freundlichkeit bemüht, es hat keinen Zweck. Ach, Mann, ey. Ich schätze, ich muss warten, bis sie mit ihrer Pause fertig sind. Du musst warten. Sie machen gerade Pause. Und? Was willst du hier, mein Freund? Passierschein A38. Ich glaube, Formular 202 brauche ich auch. Formular 202? Kein Problem. Zertifikat P. Das ist was anderes. Aber wenn wir schon warten müssen, wie wär's mit einer Runde Gwint? Klar, Mann, warum nicht? Warum nicht? Spielen wir. Musik in meinen Ohren. Ich arrangiere sogleich meine Karten. Ja, spielen wir mal zur Abwechslung Nilfgaard. Gute Idee. Gute Idee, mein Freund. Da spielen wir mehr in die Nahkampffeuer. Noch mehr, los! Ups, nein. Den. Nee, du gibst auf. Das ist ja ganz traurig. So, wie viele Punkte sind denn da noch? 13. Weil wir einiges zum Wiederbeleben haben, würde ich glaube ich mal die 10-Punkte-Karten spielen. Statt Ciri. Mit Ciri konnte ich es mit einer Karte machen, aber so habe ich was zum Wiederbeleben für die folgenden Runden. Sehr gute Idee. Besten Dank, mein Freund. Ja gut, dann bin ich mal so fair und lass dich mal noch eine Karte investieren. Viel Spaß. Wiederbeleben. Krasser Typ, krasser Typ. So. Ein Horn hat er auch. Na, sehr schön. Aber wird ihm das reichen an Punkten? Ich habe da noch meinen Zweifel. Punkte, VT soll ich. Fällt mir auch kurz als Idee. So. Traurig, mein Freund. Ein gewiefter Spieler, wie ich sehe. Gratulation. Als Preis enthülle ich dir meine narrensichere Abkürzung durch den Bürokratiedschungel.
Es ist zwecklos, die offiziellen Kanäle zu bemühen. Ich habe die Leute alles versuchen sehen. Magie, Hypnose, Bestechung. Nichts nützt. Dann kann ich ja wieder gehen. Kann ich gar nichts machen? Nur eins. Freundlich sein. Sehr freundlich. Diese Frau da sitzt täglich 12 Stunden am Schalter und bekommt von kaum jemandem mal mehr zu hören als guten Tag. Besorg ihr ein paar Blumen, etwas Parfum. Dann wirst du schon kriegen, was du willst. In 0,0. Okay. Das ist einen Versuch wert. Ich glaube, ich habe sogar ein paar Blumen dabei. Viel Erfolg. Dann probieren wir es mal mit seiner Abkürzung. Willkommen in der Chianfanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres und so weiter und so fort. Wie kann ich helfen, der Herr? Man braucht Formular 202, um den Passierschein A38 zu kriegen. Wusstest du das nicht? Hättest du mir das nicht sagen können? Ich habe reichlich Zeit wegen dir verschwendet. Bitte, mein Herr, kein Grund, gleich ausfallen zu werden. Ich ging davon aus, dass ich so offensichtliche Tatsachen nicht extra erwähnen muss. Das haben wir gleich. Vollständiger Name? Geralt von Riva. Mal sehen. Gedon, Gemmel... Hier, Geralt von Riva. Tut mir leid, aber ich kann Formular 202 nicht ausstellen. Wie bitte? Der fragliche Antragsteller wurde für tot erklärt. Offiziell. Also, mein Herr, wie soll ich das im Kassenbuch formulieren? Es liegt ein Irrtum vor. Ich habe dir Blumen besorgt. Als Zeichen meiner Dankbarkeit für deine Hilfe bei meiner Akte. Aber das geht doch nicht. Für mich? Wirklich? Sie passen zur Farbe deiner Augen. Meine Treu, ihr seid aber ein Charmeur. Wartet einen Moment. Ich hole Meister Chianfanelli. Vielleicht kann er etwas mit weniger Verwaltungsaufwand arrangieren. Warum nicht gleich? Immer wieder sage ich Ihnen, ich will nicht gestört werden. Aber es will immer irgendein Depp nicht warten. Donnerwetter, wen haben wir denn da? Grüß dich, Meister Geralt. Du warst ja schon ewig nicht mehr hier. Ich war ziemlich beschäftigt. Aber jetzt bin ich hier und bräuchte deine Hilfe. Natürlich. Wie kann ich dir behilflich sein? Es gibt ein Problem mit meinem Konto. Ich wollte Geld abheben, aber... Gar kein Problem. Das geht ganz schnell. Es sind nur wenige Formalitäten. Ich weiß. Zum Beispiel Passierschein A38. Ohne die Papiere sind mir die Hände gebunden, Geralt. Aber du findest dich gewiss rasch zurecht und bekommst sie im Handumdrehen. Chianfanelli, keine Ausreden mehr. Zahl mich aus. Jetzt! Bitte, Meister Hexer, wozu die Aufregung? Natürlich zahlen wir dich aus. Du brauchst nur die erforderlichen Dokumente. Ich habe hier ein Dokument mit sehr viel mehr Gewicht als eure Formulare und Passierscheine. Hier, sieh mal. Die gnädige Herzogin hat dich angeheuert? Mhm, und als ihr persönlicher Gesandter verlange ich Zugriff auf mein Konto. Sofort. Jawohl, Meister Hexer. Hier entlang. Gut, dass Anna Rietta uns angehört hat. Das Geschäft, Meister Hexer. Gar nicht klagen. Gut für dich. Das sieht in unserer Branche ganz anders aus. Der Weinabsatz fällt und fällt. Das liegt an den blöden Namen, ich sag's dir. Kein Mensch außerhalb des Herzogtums kann Namen wie Côte de Blessure aussprechen. Sie verknoten sich die Zunge und genieren sich danach zu fragen. Unsere Bank ist der Stolz von Beauclair. Alles in Ordnung? Anscheinend ja. Ich kriege ja jetzt das, was ich wollte. So, Bankfach 256. Ganz hinten rechts.
Was zur Hölle soll das, Chianfanelli? Das Fach ist leer. Tja, also, Geld muss zirkulieren. Und als wir erfuhren, dass du tot bist, Meister, haben wir deins in den Kreislauf zurückgegeben. Ein paar Aktien, Anleihen und Investitionen in Weingüter. Im Handumdrehen war das Fach leer. Du solltest es beim Namen nennen. Du hast mich beklaut. Aber nicht doch, Meister Hexer. Das würde ich nicht wagen. Natürlich würdest du. Und du wirst dafür aufkommen. Mach das Tor auf. Meister Hexer, ich zahle alles bis auf den letzten Kopper zurück. Beim Bart meiner Großmutter. Ach, du hast eine Woche. Du hast eine Woche. Keinen Tag länger. Das wirst du nicht bereuen, ich schwöre. Ich kratze es irgendwie zusammen. In 7 Tagen kannst du es abholen. Mhm. Bis dann. Naja, das war ja wenig erquicklich, leider. Erinnert mich so ein bisschen an meine Zeit in Morica. Dann Konto aufmachen war relativ einfach und ich brauchte das halt so ein bisschen, weil das Bezahlen und sowas um einiges einfacher gemacht hat. Aber dann, als ich zu den Leuten hingehe und gesagt habe, ich möchte das Konto auflösen, weil ich nicht unbedingt Lust habe, hier von Europa aus ein Konto noch mit zu verwalten, auf das ich keinen Zugriff habe, da lief es dann auf einmal deutlich anders. Naja, gut. Gut, wenn wir schon mal in der Stadt sind, wir haben noch ein paar weitere Dinge, die wir in der Stadt machen können. Der Recke der Herzogin. Benimm dich bloß, Freundchen. Du bist schließlich in Bobet. Ich bin nicht betrunken. Was soll ich hier? Schneewittchen. Geralt ist der Name. Was kann ich für dich tun? Dieses Haar, diese Narbe, diese Stirn, das ist perfekt. Was? Hast du ein konkretes Anliegen? Oder willst du nur meine äußeren Merkmale preisen? Bewundern, werter Herr, bewundern und ersehnen. Dieser drohende Blick, so männlich. Wenn du ein abendliches Stelldichein mit mir willst, bist du an der falschen Adresse, fürchte ich. Abendliches Stelldichein? Aber nicht doch. Für Porträts brauche ich das weiche Licht der Nachmittagssonne. Porträts? Aber ja, für dein Porträt. En face und in Lebensgröße. Vor der herrlichsten Aussicht Toussaints. Sitz mir, Modell. Du musst. Natürlich werde ich dich für deine Dienste entlohnen. Von mir aus. Warum nicht, wenn es nicht zu lange dauert? Das wird es nicht, sei unbesorgt. Wir haben nur ein kurzes Stück Wegs bis zu den Hügeln vor der Stadt. Eine perfekte Landschaft in perfekter Harmonie mit deinem perfekten Antlitz. Dann los. Lass mich noch rasch meine Staffelei und die Paletten aus dem Atelier holen. Wir treffen uns mittags beim Westtor in der Nähe des Palastes und gehen von dort gemeinsam los. Na gut, das trifft sich ganz gut, ganz, ganz gut mit meinen Plänen. Ich wollte nämlich auch noch woanders hin. Ich bin nicht betrunken. Ups. Durch die Straßen. Heda! Nicht auf mir rumtrampeln! So sind die Zeiten, mein Bester. Deinem Bettler hilft, den Gesundheitsprobleme? Wir sind schon. Hier findest du keine Arbeit. So. Mein Fahrrad ist auf. Willst du mal fehlen? Nee, danke. Verfluchte Scheiße! Taverne zum Schlauberger. Mhm. Wie geschnitten wird. Lauter zufriedene Kunden. Es war Vaters Wunsch, dass wir zusammenarbeiten. Sei gegrüßt, Monsieur. Suchst du was Bestimmtes? Weiß ich nicht, was hast du denn? Darf ich mir mal deine Waren ansehen? Danach suche ich, glaube ich, nicht. Aber vielleicht hast du Interesse, Dinge von mir zu kaufen. Da habe ich nämlich eine ganze Menge. Verkauft.
modifizierter Schild, naja. So, gut. Damit bin ich schon einiges Gewicht losgeworden. Na gut, besten Dank. Bis dann. Oh, Hexer, sei gegrüßt. Was führt dich hierher? Du hast dich mit deinen Brüdern vertragen. Das Geschäft scheint zu laufen. In der Tat. Ich kann nicht klagen. Unser ganzes Leben lang waren wir Rivalen. Zuerst war es gar nicht so leicht, sich über irgendetwas auch mal zu einigen. Aber welche Wahl blieb uns? Und da zeigte sich, dass es funktioniert. Freut mich zu hören. Ha, und dir haben wir es zu verdanken. Wenn wir dich nicht getroffen hätten, wäre aus unseren Streitereien nie irgendwas rausgekommen. Danke, Hexer. Schön, dass ich helfen konnte. Ein Schluck wäre recht. Ein guter Wein oder Cognac. Aber natürlich. Was immer du möchtest. Das ist der Typ, den wir letztens mal in der Höhle getroffen hatten und den wir danach freundlich davon überzeugt haben, dass er vielleicht mit seinen Brüdern zusammenarbeiten sollte, anstatt dass sie sich gegenseitig versuchen umzubringen. So. Du kaufst auch Rüstungsteile. Ich weiß nicht, ob deine Preise besonders gut sind, aber wenn du mir die schon mal abkaufst, dann darfst du das. Zeit, dass ich aufbreche. Leb wohl. Gut, dann wollen wir nochmal nach Charles Lanzano suchen. Was ist das denn für eine Ruhe? Warum tut denn niemand was? Einen Hexer zu holen? Dann nimm mich. Wozu haben wir das eigentlich ist kein Fehler. Was ist hier los? Ah, du kommst wegen des Auftrags. Bist du ein Hexer, Meister? Der Krach auf dem Friedhof. Bist du der, den er stört? Ja, und ob. Und der stört anscheinend nur mich. Jedenfalls hat sonst niemand irgendwelche Maßnahmen ergriffen, obwohl alle den Radau hören können. Ich habe schon die Herzogswache eingeschaltet, aber die will nichts gefunden haben. Vermutlich hat sie nicht mal nachgesehen. Was soll ich jetzt machen? Selber auf dem Friedhof rumschnüffeln? Und diesen Lärm gibt es jede Nacht? Und ob? Ich wohne nebenan. Ich höre es laut und deutlich. Als hätte mir jemand ein Hörrohr ins Ohr gesteckt. Au! Hey! Dann krach! Bumm! Als würde ein Bär im Geschirrschrank gebumst. Ich weiß genau, was du Was krieg ich denn dafür, Mann? Was krieg ich denn dafür? Was? Willst du denn haben? Tja, anscheinend kriegt er nicht genug Schlaf. Wie wär's mit 60? Die Summe kann ich nicht aufbringen. Willst du mir keinen Rabatt geben? Anlässlich des Turniers. Was hast du denn mit dem Turnier zu tun? Einverstanden. Gut, ich kümmere mich darum. Gab es Opfer? Wird jemand vermisst? Oder gibt es nur ein Lärmproblem? Es ist zum Glück niemand zu Schaden gekommen. Wieso? Glaubst du, es ist ein Monster? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Es könnten auch Grabräuber oder Vagabunden sein. Man wird sehen. Ich weiß nicht, was ich schlimmer fände. Wie auch immer. Mögen die Götter mit dir sein, Meister. Mhm. Nun gut, dann können wir uns in der nächsten Nacht mal ein bisschen darum kümmern. Jetzt aber erstmal in Anbetracht der Tageszeit sollten wir uns vielleicht mal mit dem Typen treffen, der ein Porträt von uns malen möchte. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge, wo wir uns an der Westseite des Palastes treffen
und dann mit ihm irgendwo hingehen, wo es eine gute Aussicht anscheinend geben soll. Und gutes Licht und sowas, ne? Was das mal so zum Malen braucht. Das sehen wir dann aber beim nächsten Mal. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.